In Buch bei Kecheon ließ der Motorsportclub MSC 12 kräftig die Motoren röhren. Es gab ein besonderes Schmankerl für Motorsportbegeisterte. Die einzige Schotterrallye im gesamten Münchner Umland. Was ist das Besondere bei so einem Rennen? Die Herausforderung, ja, Schotter, Riesengaudi, weil Hauptsache quer. Das heißt, das macht viel Spaß. Das ist wie im Winter, kann man sich das vorstellen. Die Herausforderungen sind, dass zum Teil relativ große Löcher drin sind. Das ist tief. Das heißt, man muss sich überlegen, wie man da durchkommt. Und zum Teil ist es relativ glatt. Deswegen gab es gerade vorher auch einen kleinen Überschlag. Da hat sich einer wohl ein bisschen verbremst. Und ja, das macht einfach Riesenspaß, da wie im Winter quer auf abgesperrter Strecke. Es kracht, es staubt, es ist einfach Riesengaudi. Eine Riesengaudi hatten die 52 Teilnehmer, die bis aus Saarlouis und Österreich angereist kamen und die über 500 Besucher auf der Anlage der Münchner Kiesunion auf jeden Fall. Bei dem Rennen, das zur Oberlandrunde und OC-Teammeisterschaft zählt, wurden drei Läufe mit jeweils rund 3 Kilometern Länge gefahren. Die Autos haben alle Straßenzulassung, wobei die Sicherheitsvorschriften die gleichen wie in der Formel 1 sind. Also feuerfeste Kleidung, Helm, 6-Punkt-Gürtel und Käfig. Die Reifen für eine Schotterrallye müssen besonders grobstollig sein. Eine Mischung quasi zwischen Traktor- und Winterreifen. Martin Kainz aus Vaterstetten war der einzige Ebersberger am Start. Er fährt seit 4 Jahren Rallye und belegte mit seinem schwarzen Mitsubishi Evo 6 und seinem 280 PS Platz 1 in seiner Klassengruppe und einen stolzen 3. Platz in der Gesamtwertung. Für seinen begeisterten Co-Piloten Oliver Steinmann aus Nürnberg war es übrigens die allererste Rallye überhaupt. Fährt Martin Kainz auch im Alltag besonders sportlich? Also ich versuche 0 Punkte. Ich bin vielleicht nicht der Nicht-Parksünder, aber der 0-Punkte-Fahrer. Bei Rennen fahre ich hier und nicht auf der Straße. Das geht gar nicht. Vor allem, da ist der Gegenverkehr. Das ist viel zu riskant. Da habe ich nicht die Sicherheitseinrichtungen. Also insofern, das bringt gar nichts, sondern dafür fährt man Rennen. Also vorbildlich. Aber jetzt gib Gummi, gib Stoff.